Kapitel 11, Abschnitt 10. Schuldlosigkeit und Unverletzlichkeit. Wenn ihr euch nicht schuldig fühltet, könntet ihr nicht angreifen, denn Verurteilung ist die Wurzel des Angriffs. Sie ist das Urteil eines Geistes über einen anderen, dass er der Liebe unwürdig ist und Strafe verdient. Aber hierin liegt die Spaltung. Denn der urteilende Geist nimmt sich selbst als getrennt von dem Geist, der verurteilt wird, wahr und glaubt, dass er durch die Bestrafung eines anderen der eigenen Strafe entrinnt. Das alles ist nur der wahnhafte Versuch des Geistes, sich selber zu verleugnen und der Strafe der Verleugnung zu entkommen. Es ist kein Versuch, die Verleugnung aufzugeben, sondern an ihr festzuhalten. Denn es ist die Schuld, die den Vater vor euch verschleierte, und es ist die Schuld, die euch in den Wahnsinn trieb. Die Schuld in den Geist des Gottessohnes anzunehmen, war der Anfang der Trennung, genau wie die Versöhnung anzunehmen ihr Ende ist. Die Welt, die ihr seht, ist das Warnsystem derjenigen, die die Schuld verrückt gemacht hat. Seht euch diese Welt sorgfältig an, dann wird euch klar, dass es so ist. Denn diese Welt ist das Symbol der Strafe, und alle Gesetze, die sie zu regieren scheinen, sind die Gesetze des Todes. Kinder werden unter Schmerzen und durch Schmerzen in sie hineingeboren. Von Leiden begleitet wachsen sie auf und lernen, was Kummer, Trennung und Tod sind. Ihr Geist scheint in einem Gehirn gefangen zu sein, und seine Kräfte scheinen abzunehmen, wenn ihr Körper verletzt wird. Sie scheinen zu lieben, doch sie verlassen und werden selbst verlassen. Sie scheinen zu verlieren, was sie lieben. Das ist vielleicht die wahnsinnigste aller Überzeugungen. Und ihr Körper welkt dahin und röchelt, wird in die Erde gelegt und ist nicht mehr. Und keinen gibt es unter ihnen, der nicht gedacht hat, dass Gott grausam ist. Wenn das die wirkliche Welt wäre, dann wäre Gott tatsächlich grausam. Denn kein Vater könnte seine Kinder als Preis für die Erlösung solchem unterwerfen und dennoch liebevoll sein. Die Liebe tötet nicht, um zu erlösen. Wenn sie es täte, so wäre Angriff Erlösung. Das aber ist des Ego-Deutung und nicht diejenige Gottes. Nur die Welt der Schuld könnte solches fordern, denn nur für die Schuldigen wäre dies denkbar. Die angebliche Sünde Adams hätte niemanden berühren können, hätte er nicht geglaubt, dass es der Vater war, der ihn aus dem Paradies verstieß. Mit diesem Glauben nämlich ging die Erkenntnis des Vaters verloren, weil nur jene, die ihn nicht verstehen, dies glauben konnten. Diese Welt ist ein Bild der Kreuzigung von Gottes Sohn. Und solange euch nicht klar ist, dass Gottes Sohn nicht gekreuzigt werden kann, ist das die Welt, die ihr sehen werdet. Doch wird euch dies erst dann klar werden, wenn ihr die ewige, gütige Tatsache akzeptiert habt, dass Gottes Sohn nicht schuldig ist. Er verdient nur Liebe, weil er nur Liebe gegeben hat. Er kann nicht verurteilt werden, weil er niemals verurteilt hat. Die Versöhnung ist die letzte Lektion, die er zu lernen hat, denn sie lehrt ihn, dass er der Erlösung nicht bedarf, weil er nie gesündigt hat. An weit früherer Stelle haben wir gesagt, dass der Heilige Geist das Ziel aller guten Lehrer teilt, deren letztendlicher Zweck darin besteht, sich selbst überflüssig zu machen,
indem sie ihre Schüler alles lehren, was sie wissen. Der Heilige Geist will nur dies, denn da er die Liebe des Vaters zu seinem Sohn teilt, sucht er alle Schuld aus dessen Geist zu entfernen, damit er sich seines Vaters in Frieden erinnern möge. Frieden und Schuld sind Gegensätze und die Erinnerung an den Vater kann nur in Frieden geschehen. Liebe und Schuld können nicht nebeneinander bestehen und die eine annehmen heißt die andere verleugnen. Die Schuld verbirgt Christus vor euren Augen, denn sie ist die Verleugnung der Schuldlosigkeit des Sohnes Gottes. In der seltsamen Welt, die ihr gemacht habt, hat der Sohn Gottes gesündigt. Wie könntet ihr ihn also sehen? Dadurch, dass ihr ihn unsichtbar gemacht habt, ist in der schwarzen Wolke der von euch akzeptierten Schuld die Welt der Vergeltung erstanden und sie ist euch lieb. Denn Christi Schuldlosigkeit ist der Beweis, dass das Ego niemals war und niemals sein kann. Ohne Schuld hat das Ego kein Leben und Gottes Sohn ist ohne Schuld. Wenn ihr euch selber anseht und ehrlich beurteilt, was ihr tut, geratet ihr vielleicht in Versuchung, euch zu fragen, wie ihr schuldlos sein könnt. Doch bedenkt dies: Ihr seid nicht schuldlos in der Zeit, sondern in der Ewigkeit. Ihr habt in der Vergangenheit angeblich gesündigt, aber es gibt keine Vergangenheit. Immer hat keine Richtung. Die Zeit scheint in eine Richtung zu verlaufen, doch wenn ihr an ihr Ende kommt, wird sie sich wie ein langer Teppich aufrollen, der sich entlang der Vergangenheit hinter euch erstreckt und wird verschwinden. Solange ihr glaubt, dass der Sohn Gottes schuldig ist, werdet ihr diesen Teppich entlang gehen und glauben, dass er zum Tode führt. Und diese Reise wird euch lang, grausam und sinnlos erscheinen, denn das ist sie auch. Die Reise, die der Gottessohn sich selbst bestimmt hat, ist in der Tat nutzlos, aber die Reise, auf die ihn sein Vater schickt, ist eine Reise der Befreiung und der Freude. Der Vater ist nicht grausam und sein Sohn kann sich nicht selbst verletzen. Die Vergeltung, die er fürchtet und die er sieht, wird ihn nie berühren, denn obwohl er an sie glaubt, erkennt der Heilige Geist, dass sie nicht wahr ist. Der Heilige Geist steht am Ende der Zeit, wo auch ihr sein müsst, weil er bei euch ist. Er hat bereits alles aufgehoben, was des Gottessohnes unwürdig ist, denn das war sein Auftrag, den Gott ihm gab. Und was Gott gibt, das war immer da. Ihr werdet mich sehen, wenn ihr lernt, dass der Sohn Gottes schuldlos ist. Er hat seine Schuldlosigkeit immer gesucht und er hat sie gefunden. Denn jeder versucht, dem Gefängnis zu entrinnen, das er gemacht hat, und der Weg, Befreiung zu finden, wird ihm nicht versagt. Da sie in ihm ist, hat er sie gefunden. Wann er sie findet, ist nur eine Frage der Zeit, und Zeit ist nichts als eine Illusion. Denn der Sohn Gottes ist jetzt schuldlos und die Helligkeit seiner Reinheit leuchtet für immer unberührt in Gottes Geist. Gottes Sohn wird immer sein, wie er erschaffen wurde. Leugnet eure Welt und urteilt nicht über ihn, denn seine ewige Schuldlosigkeit ist im Geiste seines Vaters und schützt ihn immer da.
Wenn ihr die Versöhnung für euch selber angenommen habt, wird euch klar werden, dass es keine Schuld im Sohne Gottes gibt. Und nur indem ihr ihn als schuldlos anseht, könnt ihr sein Einssein verstehen. Denn die Idee der Schuld bringt einen Glauben an die Verurteilung des einen durch den anderen und projiziert Trennung statt Einheit. Du kannst dich nur selbst verurteilen, und wenn du das tust, kannst du nicht erkennen, dass du Gottes Sohn bist. Ihr habt die Bedingung seines Seins, nämlich seine vollkommene Schuldlosigkeit, verleugnet. Aus Liebe wurde er erschaffen, und in der Liebe weilt er. Güte und Barmherzigkeit sind ihm immer gefolgt, denn er hat stets die Liebe seines Vaters ausgedehnt. Wenn ihr die heiligen Gefährten wahrnehmt, die mit euch reisen, dann wird euch klar werden, dass es keine Reise gibt, sondern nur ein Erwachen. Der Sohn Gottes, der nicht schläft, hat seinem Vater für euch die Treue gehalten. Da ist kein Weg, den man bereisen, und keine Zeit, durch die man reisen könnte. Denn Gott wartet nicht in der Zeit auf seinen Sohn, weil er in alle Ewigkeit unwillens ist, ohne ihn zu sein. So war es immer. Lasst die Heiligkeit des Gottessohnes die Wolke der Schuld wegleuchten, die euren Geist verdunkelt, und indem ihr seine Reinheit als die eure annehmt, lernt von ihm, dass sie die eure ist. Ihr seid unverletzlich, weil ihr schuldlos seid. Ihr könnt nur durch die Schuld an der Vergangenheit festhalten. Denn die Schuld legt fest, dass ihr für das, was ihr getan habt, bestraft werdet und ist somit von der eindimensionalen Zeit abhängig, die von der Vergangenheit zur Zukunft hin verläuft. Niemand, der das glaubt, kann verstehen, was immer bedeutet. Und deshalb muss die Schuld euch das Verständnis für die Ewigkeit entziehen. Ihr seid unsterblich, weil ihr ewig seid, und das Immer muss jetzt sein. Schuld ist also eine Art und Weise, die Vergangenheit und Zukunft in eurem Geiste festzuhalten, um die Kontinuität des Ego zu sichern. Denn wenn das, was gewesen ist, bestraft wird, ist die Kontinuität des Ego garantiert. Die Garantie eurer Kontinuität aber ist von Gott und nicht vom Ego. Und Unsterblichkeit ist das Gegenteil von Zeit, denn die Zeit geht vorbei, während die Unsterblichkeit konstant ist. Das Annehmen der Versöhnung lehrt euch, was Unsterblichkeit ist, denn wenn ihr eure Schuldlosigkeit annehmt, lernt ihr, dass die Vergangenheit nie war und die Zukunft deshalb unnötig ist und nicht sein wird. Innerhalb der Zeit wird die Zukunft immer mit Buße in Verbindung gebracht und nur die Schuld könnte das Gefühl eines Bedürfnisses nach Buße wecken. Die Schuldlosigkeit des Gottessohnes als die eure anzunehmen, ist deshalb Gottes Art, euch an seinen Sohn zu erinnern und an das, was er in Wahrheit ist. Denn Gott hat seinen Sohn nie verurteilt, und da er schuldlos ist, ist er ewig. Ihr könnt die Schuld nicht dadurch auflösen, dass ihr sie wirklich macht und sodann für sie sühnt. Das ist der Plan des Ego, den es anbietet, anstatt sie aufzulösen. Das Ego glaubt an Versöhnung durch Angriff, weil es voll und ganz die wahnsinnige Auffassung vertritt, Angriff sei Erlösung.
Und ihr, denen die Schuld lieb und teuer ist, müsst es ebenfalls glauben, denn wie sonst als dadurch, dass ihr euch mit dem Ego identifiziert, könnte euch das lieb und teuer sein, was ihr nicht wollt. Das Ego lehrt euch, euch selbst anzugreifen, weil ihr schuldig seid, und das muss die Schuld vermehren, denn Schuld ist das Ergebnis von Angriff. In der Lehre des Ego gibt es demnach kein Entrinnen aus der Schuld. Denn der Angriff macht die Schuld wirklich, und wenn sie wirklich ist, dann gibt es keinen Weg, sie zu überwinden. Der Heilige Geist löst sie einfach durch die ruhige Einsicht auf, dass sie niemals war. Wenn er auf den schuldlosen Sohn Gottes schaut, weiß er, dass dies wahr ist. Und da es für euch wahr ist, könnt ihr euch selbst nicht angreifen, denn ohne Schuld ist kein Angriff möglich. Ihr seid also erlöst, weil Gottes Sohn schuldlos ist. Und weil ihr vollkommen rein seid, seid ihr unverletzlich.